bodenständige deutsche Küche und ein Gastgeber mit Unterhaltungswert. Hast du Currywurst auf der Stulle, kannst du knutschen wie ein Bulle. Das Ding mach ich und werde ich rocken. Yeah. Doch der Konkurrenz ist nicht zum Lachen. Und das ist halt die Anzahl der Gräten, die da leider verblieben sind. Alter, das geht gar nicht. Für mich, was der Geschmack angeht, etwas schärfer. Okay. Ralfi, Mensch, was ist denn da los? Tag 2 unserer Castrop-Rauxel-Runde. Den Anfang machte Mahesh und ergatterte gestern gute 32 Punkte. Heute will Ralf in Führung gehen. Dafür muss er zunächst mal unseren Profi überzeugen. Hallo Mike. So, ihr Lieben, zweiter Tag, wir sind in Waltrop. Ich würde sagen, wir sind jetzt beim Urgestein des Ruhrpotts angekommen. Ne? Ralfi ist dran. Und die Küche spricht auch alles, was Ralfi darstellt. Und zwar Ruhrpott, bodenständig und dann die Überschrift des Küchenzauber. Witzig, ne? Leute, der Mann ist in mehrerer Hinsicht für mich interessant, weil er ist, aufgepasst, Schauspieler. Das heißt, er kommt noch mal richtig aus sich raus, glaube ich, diese Woche. Ne? Aber er kommt trotzdem auch vom Fach. Er ist gelernter Hotelkaufmann. Ne? Seit 2 Jahren betreibt er das Küchenzauber, Karis Küchenzauber übrigens, mit seiner Frau. Und ja, ich habe jetzt Lust auf ein bisschen was Deftiges. Dann schauen wir uns den Chef des Hauses am besten mal genauer an. Ja, hallo, ich bin der Ralf hier in Waltrop. Man nennt mich auch Rippchen Ralle. Rippchenralle, geil. Das passt. Ich habe hier gerade mit meiner Frau Sabine, die Chefin ist, unter der ich arbeiten darf als Küchenchef, haben uns hier einen Traum erfüllt und wollen halt Leute kulinarisch entertainen. Ja, das klingt schon mal gut. Was bietet ihr euren Gästen denn so? Wir machen hier eine Ruhrpottküche, weil ich ein echter Ruhrpottler bin. Ich bin ja gebürtiger Dortmunder. Ich möchte, wenn die Leute bei mir essen gehen, dass Bilder ausgelöst werden in der Birne. Dass die Leute, wenn die in Stielmus oder wenn die irgendwelche Frikadellen, dass sie sagen, oh mein Gott, das habe ich doch früher auch mal als Kind gegessen. Und das ist genau das Ding, was wir vertreten und das, was wir erreichen möchten. Also ganz, ganz toll. Schöne Ansage auch. Und so locker. Klasse. Ach so, da stehen ja viele Autos, ne? Ja, moin. Da hockt er schon. Morgen. Hi. Ralf, hallo. Grüß dich, das ist Detlef, ein Freund von mir. Hallo, Freund, okay. Da ist aber richtig viel los da bei dir. Steh mal auf, Alter. Das ist deine Sendung. Ja. Sag mal, wo sind ja, denn wir haben ja ein bisschen tiefenentspannt, oder, der Mann, oder? Ja, wir haben ja ein bisschen Tagesgeschäft. Wir machen ja Frühstücksbuffet immer hier in Waltrop. Ne? Ja, okay. Dann ist besser, wir gehen mal rein. Ich will es genau sehen. Komm, nach dir. Ich nehme mich schnell mit, ne? Ja. Eine kleine Führung für Mike. So, und jetzt hier Frühstücksparadies, oder? Ja, hier ist mein Wohnzimmer. Wir machen hier regelmäßig jeden Tag. Das ist die Frau. Ja, ja, da versteckst Sabine. Du dich. Mike, hallo, Sabine. Hallo, Sabine. Ich will mich nicht im Schatten stehen lassen. Das ist aber schön. Also, jetzt muss ich kurz fragen. Also, ihr macht das ja erst, glaube ich, seit 2 Jahren, ist meine Information. Hier? Also, hier seit hier. Oktober letzten vergangenen Jahres. Vergangenen Jahres, okay. Heißt das, ihr habt früher schon mal so ein Lokal gemacht? Ja. Oder habt ihr gesagt, nö, wir machen das jetzt? Also, nein, wir sind, wenn ich mal, ich weiß nicht, ich unterbreche immer gerne. Ja. Ursprünglich sind wir ja beide, ich bin gelernter Koch und Hotelkaufmann. Ach, Koch und Hotelkaufmann. Ja, okay. Und sie ist Hotelfachfrau. Ach so. So, habt ihr jetzt gesagt, so jetzt machen wir noch mal Gastro, weil wir das eigentlich leidenschaftlich immer mochten. Und das ist jetzt euer Traum, euer Baby. Genau, richtig, der Traum. Ja. Richtig. Ja, dann haben wir es doch. Ne? Ja. Na, er ist ein Entertainer, was Bergmann, der steht mitten im Leben, der ist lustig. Seine Frau hat es echt schwer, hier zu Wort zu kommen. Ne? Entschuldigung, kenne ich. Hm? Auch wenn Ralf das Rampenlicht liebt, geht ihm heute ganz schön die Düse. So, da scheppert's aber hier, ha? Der Chef. Da bist du endlich, aber wir haben auf dich gewartet. Ja. So, ist das auch schon für mich, oder wie? Ja, ich habe da mal was vorbereitet. Ja, ne? Erzähl. Ja, wie heißt denn das Gericht überhaupt, bevor mir was erzählt? Waltropper Klöpse. Von mir eine Interpretation zum Königsberger Klöpse. Ja, cool. Ein bisschen anders, ohne Kapern, so ein bisschen, wo ich mich da ein bisschen kreativ entfalten kann. Okay, und das sind Beilagen dazu, oder was? Das ist einmal die Gemüsebeilage, Kappes, der wird angebraten mit Speck. Dann mache ich da meine Zwiebelchen rein, Muskat, Sahne ablöschen, ein bisschen, bisschen Weißwein, fertig. Und das ist aber jetzt schon gemacht, weil wahrscheinlich willst du mir deinen Klops zeigen. Ja, klar, weil du ja keine Zeit hast, deswegen muss ich mich beeilen. Ich glaube, ich bleibe gerne bei dir. Ich fühle mich eigentlich recht wohl hier, ne? Ja.
Waldrupper Klöpse mit Kappes. Der Name ist schon Ruhrpott und ist eigentlich 10 Punkte wert. Also, ich fange an mit halb und halb. So, dann nehme ich einmal Schalotten. Jawohl. Bisschen Gewürze. Das sind Kräuter. Kräutergewürze, ja. Ja, können wie Gewürze werden. Du machst mich so ein bisschen nervös. Eigentlich muss er nicht nervös sein wegen mir, aber ich bin ja erst hier die Vorhut. Ne? Da stehen nachher mehrere Leute in der Küche beim Wettbewerb. Dann kann ich jetzt mal erfahren, was wir zuerst machen? Also ich mach mal jetzt, wir mal, pass auf, du kommst mal zu mir. Ja. Ich nehme dich mal in den Arm. Gut. Wir fahren mal kurz runter, gehen gut in Therapiestunde. So. Ich würde hier zuerst die Füllung machen, die würde ich vorher rösten. Passt. Und das heißt, die Füllung besteht aus? Aus den Kräutern. Ja. Ein bisschen Schalotten. Und? Dann kommt da Salz und Pfeffer rein. Und dann wird es angeröstet. Ja. Dann wird das mit Weißwein abgelöscht. Ja, habe ich. Und dann bereiten wir die Füllung vor. Was kommt da noch rein? Nix. Und jetzt kannst du doch einfach machen, was du willst und sagst mir, was ich so nebenbei tun soll für dich. Okay, ja, was sollst du jetzt nebenbei tun? Einfach Zwiebeln schneiden. Was? Ich schneide Zwiebeln. Ach, weißt du was? Ich habe eine bessere Idee. Ja, was denn? Du schneidest die rote Beete, damit wir die gleich montieren können. Jetzt will ich aber wirklich Handschuhe haben. Okay. Für Mike kein Problem, doch gelingt dem schauspielenden Koch heute der große Auftritt? Sag mal, wolltest du eine ganze Truppe damit fahren? Du hast mir das hingelegt, also okay. Schneide ich alles. Jetzt sag nicht, ich hätte nur eine schneiden sollen. Darf ich dir jetzt Stopp sagen? Stopp? Ja. Jetzt mache ich die letzte Scheibe auch noch. Und wenn ich höre, wie du am Schneiden bist, das Messer kratzen. Mike, schneid nicht, du kennst das doch. Das haben wir gelernt. So wird stumpf und so arbeitet ja, man. Ja, das hast du ja recht. Ist doch so, oder? Ich hab doch nicht geschoben, Alter. So, ja, dann geht's weiter. Klugscheißer, du. Hat er recht. Für die Füllung schwitzt Ralf Petersilie an, gibt Butter durch Sieb zur roten Beete und mixt das Ganze anschließend. Mike, könntest du mir das Öl mal bitte rüberreichen? Hier, diese? Ja, ja. Haben wir denn da? So. Warte mal, jetzt mal sagen wir das Öl, ne? Das ist alles Wein. Kannst du schon trinken? Das ist auch Wein. Und wo ist dein Öl? Wo wolltest du das haben? Das ist Öl. Ja, meine ich doch. Ja, sag ich doch auch. Ja, du hast gesagt, es ist beides Wein. Nein, du musst mir zu, das eine ist Wein, das eine ist Öl. So. Ach, der macht mich kirre, Alter. Ich hab dir doch gesagt, ich bin chaot. Okay. Ja, kann das wieder wegfallen? Das kannst du wieder wegfallen. So. Dann können wir jetzt gleich mit der Masse anfangen. Jo. Das reicht dir so? Das reicht erstmal so, ja. Auch so stückig darf das ruhig ein bisschen sein. Ja, muss ja ein bisschen Biss kriegen. Ich würde jetzt nicht unbedingt die Petersilie ungehackt in die Masse geben. Ich würde die Petersilie wahrscheinlich am Anfang auch nicht gleich mit anschwitzen. Okay. Aber jetzt Füllung für? Für die Klöpse. Auf geht's zur Klöpse. Wunderbar. Aktion. Da sind sie ja. Was steht denn jetzt als nächstes an, Ralf? So, dann nehme ich einmal. Was hast du da? Langsam ein bisschen? Bitte, das ist ja ein bisschen leichte Note Muskat. Muskat. Wieder Bärlauchsalz. Ja. Dann mache ich mein Salz noch da rein, das Gequanschte. Ja. Dann gebe ich noch, wo sind die anderen Sachen? Welche brauchst du? Ah, da sind sie. Meine Kräuter. Mhm. So. Dann nehme ich ein Ei, pack das rein und dann greife ich mal zu, ne? Dann greifst du mal zu. Herrlich, die Wortwahl, klasse. So, dann nehme ich ein bisschen Paniermehl. Wo komm, ist es? Gib mir, sag mir was, wenn du was brauchst. Ne? Wo ist es? Das Paniermehl machen wir selber. Weil wir haben ja von Brötchen, von Frühstück, ne? Genau, wir haben ja oben eine Backstube. Okay. Und da haben wir so einen sogenannten Multimixer, der packen wir da rein. Jupp. Dann haben wir auch den nussigen Geschmack dabei. Ja. Ralf ist auf jeden Fall ein Unikat. Ob auch seine Kreationen so einzigartig schmecken? Was machst du jetzt? So, ich habe den Sud vorbereitet. Was ist denn da für ein Sud? Den mache ich aus meinem Aceto Balsamico. Dann mache ich Piment rein, Wacholderbeeren und Lorbeer. Wie lange zieht er denn jetzt? Sag, bis er fertig ist. Soll ich dir was sagen, Ralf? Du bist ein super Typ, aber du bist wirklich ein Chaot. Ja, natürlich. Ich habe das selten erlebt, dass ich das, was ich jetzt sage, sage. Ja. Ich brauche jetzt einen Schnaps, ich gehe raus. Ich schwöre euch, Leute, trotzdem alles sehr liebevoll. Aber man braucht kurz Kraft. Es ist so. Gut, dass Mike sich jetzt wieder stärken kann. Hier kommt dein Testessen. Top oder Flop? Aber der, schaut euch das an. Der Teller ist doch ganz, ganz lecker. Das könnte sogar richtig gut schmecken. Ist der Klops auf den Punkt und geschmacklich ein Volltreffer? Wir sind gespannt. Mike, was sagst du? Das ist so süß gewollt, oder? Natürlich, mit Absicht. Okay. Weil viele haben Probleme mit Kapern und das ist halt meine Interpretation. Ne?
Ich bin ja ein süßer Typ und deswegen möchte ich auch süßen Klops haben. Und da kommt noch der Süßer. Besser süß geht gar nicht. Okay, der fehlt ein bisschen Säure. Ne? Wenn du schon, das ist ja nicht mit einer klassischen Soße gemacht, sondern es ist ja ein Ansatz und eigentlich ein reduzierter Rotwein mit Honig. Richtig, genau. Ne? Wenn du die Soße machst, anschwitzt, einen kleinen Schuss Essig, dass du ein bisschen irgendwie eine kleine Gegennote bekommst. Wenn du mit Chili-Fäden was in dieser Füllung noch zusätzlich erreichen willst, wolltest du damit ein bisschen Pikantheit reinbringen oder ist das nur Gaudi? Ich fühle mich einfach gar nicht dabei. Okay, also nicht mal, es soll auch nicht schärfer oder so sein. Nein, das ist einfach mal eine Idee, ein Gag war das eigentlich. Dann lass sie weg, das bringt ja nichts, ne? Es. Bei dem Kohl, Zwiebeln, Speck, Kohl, das ist immer eine Geheimwaffe. Aber, da ist jetzt schon die Sahne ein bisschen weg, ne? Die hast du jetzt so lange geköchelt, dass schon wieder das dich ein bisschen trennt, ne? Das kann man rahmiger hinbekommen. Okay. Und das würde ich auch nicht weglassen, das passt, aber diese salzige Note brauche ich fast dazu jetzt auch, ne? Okay. Ich glaube, das ist noch nicht so oft gelaufen, kann das sein? Das erste Mal jetzt. Mhm. Was? Jetzt erste ich? Mal, ja. Ich bin das erste Mal? Ja. Okay, passt. Dann hast du noch nie auf der Karte gehabt, einfach ausprobiert, ich erfinde jetzt mal hier, ne, meine Klöpse und mach das mal, ne? Was für ein verrückter Typ. Ich glaube, dass du besser beraten bist, es werden ja 4 Hauptgänge gegessen, vorher Vorspeisen, mit euren Klassikern, warum ihr hier geliebt werdet. Dass ihr als Persönlichkeiten geliebt werdet, das merkt jetzt sofort, beim Reinkommen merkt man das schon, ne? Da würde ich wirklich mich auf die Ruhrpott-Küche konzentrieren. Ja. Dieses Gericht musst du jetzt machen. Ja. Bitte schau, dass ihr gemeinsam, geschmacklich auch, wirklich, dass du ein bisschen das Süße aus der Soße ausbringst. Schau, dass die Füllung des Klopses auch ein bisschen mehr nach Rote Beete schmeckt, dass da ein bisschen was passiert. Das Hackfleisch schmeckt jetzt gut, kann man auch ein bisschen fein. Also Feintuning ist überall angesagt. Er hat mir gute Tipps gegeben und die werde ich auch umsetzen, weil der Mann hat Fachkompetenz und ich mag den Kerl. Und ich denke mir mal, ja, der wird stolz auf mich sein, wenn ich fertig mit der Nummer bin hier. Das wird sich noch zeigen. Küchenzauber. Ich würde sagen, das war Küchenchaos. Ne? Der Mann ist nicht zu bändigen. Das ist einfach so. Das Gericht, das muss er einfach mal überdenken. Ne? Ich glaube, er hätte lieber nichts erfinden sollen, hätte seine Ruhrpott-Klassiker machen sollen. Das möchte ich hier sehen. Und mein Gericht soll zumindest tunen.